Hallo Freunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie man das Problem mit den Internetverbänden löst, nämlich wie man den Fehler, der der DNS-Server reagiert, nicht behebt. Probleme mit einem DNS-Server sind einer der häufigsten Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Internet. Wenn es angezeigt wird, verschwindet der Zugriff auf das Internet, das Symbol im Bereich für den Schnellzugriff wechselt zum nächsten. Und wenn Sie im Browser versuchen, zu einer Seite zu wechseln, wird der Fehler der NIS-Adresse kann nicht gefunden werden, Error Name Not Resolved, angezeigt oder so ähnlich. Dieses Problem wird durch einen Ausfall des DNS-Servers verursacht, der für die Umleitung der IP-Adresse verantwortlich ist. Im weiteren Verlauf des Videos werden wir detailliert analysieren, was diesen Fehler verursacht haben können und wie er behoben werden kann. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die Ursachen für diesen Fehler kann ein Computer sein. Der DNS-Dienst wird nicht ausgeführt, falsche Netzwerkeinstellungen und so weiter. Router-Fehlerfunktion oder falsche Konfiguration sowie Hardware-Probleme Ihres Providers. Die meisten Modems sind so konfiguriert, dass Sie DNS-Einstellungen automatisch von Unternehmensservern des Anbieters erhalten. Und es kommt vor, dass der Server oder die Modems des Anbieters nicht richtig oder sehr langsam funktionieren, was verursacht eine Reihe von Konnektivitätsproblemen. Bevor Sie mit der Suche und Behebung von Problemen beim Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk beginnen, müssen Sie zunächst den Computer und den Router neu starten. Um den Router neu zu starten, können Sie ihn einfach 20 Sekunden lang vor der Stromversorgung trennen oder gegebenenfalls mit dem Netzschalter am Gehäuse des Geräts. Führen Sie nach dem Neustart eine Netzwerkfehlbehebung durch. Sie können es starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der DAX-Leiste klicken und hier Diagnose von Problemen auswählen. Nach der Diagnose funktioniert das Netzwerk möglicherweise wieder oder Sie sehen den Fehler, der DNS-Server reagiert nicht. Als nächstes müssen Sie überprüfen, ob das Internet auf einem anderen Gerät funktioniert. Wenn das Internet über einen Router verbunden ist, überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Geräten funktioniert. Gibt es Fehler bei der DNS-Server-Antwort? Verbinden Sie beispielsweise Ihr Telefon mit dem Netzwerk und prüfen Sie, ob ein Internetzugang vorhanden ist und ob Fehler im Zusammenhang mit dem DNS-Server vorliegen. Wenn es ein Problem mit dem Computer gibt, funktioniert das Netzwerk auf anderen Geräten wie gewohnt. Wenn möglich, verbinden Sie das Internet direkt mit dem Computer. Wenn Sie eine Verbindung über einen Router herstellen, schließen Sie das Netzwerkkabel, das zum Router führt, zur Überprüfung an den Netzwerkanschluss des Computers an. Versuchen Sie auch, sich daran zu erinnern, dass ein DNS-Fehler aufgetreten ist und Probleme mit dem Internetzugang aufgetreten sind. Möglicherweise haben Sie eine Einstellung geändert oder Programme installiert. Bevor Sie mit den Einstellungen fortfahren, überprüfen Sie, ob der DNS-Client-Dienst funktioniert. Öffnen Sie dazu das Service-Fenster. Wir drücken Win plus R auf der Tastatur und führen den Befehl Service MSC aus oder suchen einfach in der Suchleiste nach den Diensten. Suchen Sie im folgenden Fenster nach dem Dienst DNS-Client, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Eigenschaften. Der Starttyp muss automatisch sein. Und wenn Sie die Schaltfläche Ausführung aktiviert haben, klicken Sie darauf, dann bewerben Sie auf OK. Wenn der Dienst deaktiviert war und Sie ihn aktiviert haben, sollte das Internet nach dem Neustart des Computers funktionieren. Wenn nicht, fahren Sie fort.
Der nächste Schritt besteht darin, die DNS-Server-Einstellungen in den Einstellungen für die Verbindung zum Netzwerk und zum Internet zu überprüfen. Wenn dort Adressen registriert sind, können Sie versuchen, den automatischen Empfang Questlink oder DNS-Adresse von Google zu registrieren. Mit dieser Methode können Sie diesen Fehler DNS-Server antwortet nicht sehr oft beseitigen. Öffnen Sie Einstellungen Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter. Ändern Sie die Adapter-Einstellungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, über die Sie mit dem Internet verbunden sind, und wählen Sie Eigenschaften. Wenn Sie über ein Kabel verbunden sind, handelt es sich um Internet, wenn Sie über WLAN verfügen. Wählen Sie im folgenden Fenster IP-Version 4 aus und klicken Sie auf Eigenschaften. Wenn Sie einen DNS-Server hier registriert haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Adresse automatisch, beziehen OK. Starten Sie Ihren Computer neu und überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Wenn Sie bereits die automatische Adresseabfrage installiert haben, kann es hilfreich sein, Adressen von Google zu verwenden. Setzen Sie die Marke, verwenden Sie die folgenden Adressen und schreiben Sie den bevorzugten DNS-Server 8888 vor und Alternative 8844. Klicken Sie auf OK und starten Sie den Computer neu. In den meisten Fällen sollte diese Lösung das Problem beheben. Wenn das Problem auf dem Computer behoben ist, es jedoch auch wie anderen Geräten auftritt, ist über einen Router verbunden sind, müssen diese Adressen auch in Einstellungen des Routers eingegeben werden. Wir haben ein detailliertes Video auf dem Kanal über das Einrichten des Routers. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Wir öffnen die Einstellungen Netzwerkwand oder Internet. Hier ändern wir den DNS und speichern die Einstellungen. Wenn dies das Problem mit dem Internet auch nicht löst, versuchen Sie, den DNS-Cache und andere Netzwerkeinstellungen zu löschen. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus und führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Cache und die Netzwerkparameter zu löschen. Führen Sie diese Befehle aus: ipconfig / dns. ipconfig register DNS. ipconfig renew. ipconfig release. In Windows 10 kann dies durch Zurücksetzen des Netzwerks erfolgen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen Netzwerk und Internet, Status und hier unter dem Netzwerk zurücksetzen, jetzt zurücksetzen. Nachdem wir den Computer neu gestartet und die Verfügbarkeit des Internets überprüft haben. Ein weiterer Grund für Probleme mit dem Internet kann das Fehlen von Netzwerkkartentreibern sein. In diesem Fall ist ein solcher Fehler äußerst selten, aber dennoch eine Überprüfung wert. Öffnen Sie den Gerätemanager und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü. Suchen Sie hier nach Geräten mit einem gelben Aufrufezeichen. Wenn ja, müssen Sie einen Treiber installieren. Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren eines geeigneten Treibers finden Sie unten unserem anderen Videolink in der Beschreibung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gerät, Treiber aktualisieren. Eine weitere Fehlerursache kann die Installation eines Antivirenprogramms oder das Einrichten einer Firewall sein. Dies kann auch passieren, wenn die maximale Schutzstufe in den Antivireneinstellungen aktiviert ist. Versuchen Sie, das Antivirenprogramm vorübergehend zu deaktivieren.
wenn das Internet angezeigt wurde. Beispielsweise beeinträchtigt Avast Antivirus sehr häufig die Windows-Netzwerkeinstellungen aufgrund derer verschiedene Probleme beim Herstellen einer Verbindung zum Internet auftreten. Entweder funktioniert das Internet nach dem Entfernen des Antivirenprogramms nicht mehr, dann wird ein Denisfehler angezeigt oder der Netzwerkadapter verfügt nicht über gültige IP-Einstellungen. Beenden Sie in diesem Fall das Antivirus vollständig, um zu starten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, löschen Sie es. Oder Sie können es neu installieren und nur ohne zusätzliche Module. Der letzte Ausweg aus der Situation mit diesem Fehler besteht darin, sich an Ihren Anbieter zu wenden. Wenn Sie alle vorgestellten Methoden ausprobiert haben, der Fehler jedoch nicht behoben ist, wenden Sie sich an den Support Ihres Internetproviders und versuchen Sie, den Grund ausführlich zu erläutern. Oft treten Probleme mit DNS genau aufgrund Ihrer Fehler auf. Wenn der Internetprovider angibt, dass alles in Ordnung ist, besteht die einzige Lösung darin, Windows wiederherzustellen oder zurückzusetzen. Darüber haben wir ein separates Video. Der Link ist in der Beschreibung. Und das ist alles. Daumen hoch, hoffentlich hat dieses Video euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.